Einen wunderschönen guten Morgen aus Marrakesch, Freunde. Herzlich willkommen zum Race Day Vlog. Es ist soweit, der einzig wahre Tag bei so einem Rennwochenende startet. Und wie ihr sehen könnt, es ist noch verdammt dunkel. Wir haben es jetzt gerade 7.43 Uhr hier. Und es ist noch kein Anschein von irgendeiner Sonne und wir fahren in einer halben Stunde das freie Training. Also in einer halben Stunde geht es hier schon los. Es ist auch wirklich kalt, aber macht nichts. Es wird gleich eingeheizt im Auto. Die Stimmung ist gut, die Motivation ist da. Ich habe auch echt gut geschlafen, muss ich sagen. Das ist schon mal immer, das ist schon die halbe Miete, wenn man gut schläft. Und ich freue mich jetzt sehr, sehr auf diesen Tag, weil die Strecke cool ist und wir einfach alle Bock haben, jetzt wieder Rennen zu fahren. Deswegen genießt die Bilder, genießt die Eindrücke und ich hoffe natürlich, dass wir am Ende mit sehr viel Freude verbunden sind. Viel Spaß! So, jetzt komm rein in mein Gestüt, Kämmerlein. In mein Kämmerlein. So, ist alles vorbereitet. Equipment wird ja immer gecheckt, auch wirklich vom Wochenende, ne, wird auch mal alles geprüft. Und ganz wichtig, was ich seit diesem Jahr habe, was ich die letzten Jahre nicht hatte, weil ich dachte, braucht man nicht, aber mich dann geärgert hat, ist einfach mehrere Helme. Weil wir jetzt zum Beispiel wie in dem Case, wir werden das freie Training anfangen mit diesem Helm. Hier haben wir jetzt das durchsichtige Visier, ne? Das ist eigentlich ein Regenvisier. Aber wenn es so dunkel ist, möchtest du einfach keine Verspiegelung haben, weil du wirst nichts sehen. Jetzt geht aber die Sonne relativ schnell hoch, das heißt nach dem ersten Run, wir werden so ungefähr eine Viertelstunde auf dem ersten Run fahren, kommen in die Box, dann werde ich in der Box einfach schon meinen Helm ausziehen, den zurückgeben und dann kommt der hier drauf mit dem verspiegelten Visier und ja, das ist dann einfach besser, wenn die Sonne irgendwann mal ins Gesicht scheint, dann musst du natürlich nicht die Verspiegelung haben. Ansonsten, ja, die Equipment-Sachen eigentlich wie immer, ne? Hier, mit den schönen Earplugs, seht ihr mein Ohr, meine Ohrenform. So schaut mein Ohr aus. Daniel hat Ohrenform wunderschön, meine Ohrenform ist geleakt. Aber, ist jetzt raus. Was ich auch sehe. Was? Frisch gewaschene, duftende Wäsche. Ja! Von Roger. Roger. Ja, der Roger wäscht das ja nicht selber. Der bringt das in die Wäscherei und dann die Wäscherei macht es. Aber ist auf jeden Fall alles schön gewaschen, schön ready. Und ich schmeiß mich jetzt in Schale. Und dann Attacke. Wenn du einfach geborener Sportler bist, dann macht dir das nichts aus. Du willst nur ein paar Schritte auf deine Fitness öffnen. Genau, ich wollte noch ein bisschen was. Ich habe mein Schrittziel heute noch nicht erreicht. So Leute, die erste Action hier ist jetzt vorbei. Ja, ich muss gerade ein bisschen das Grinsen, muss ich mir gerade so ein bisschen einreden. Ich bin nicht ganz so happy, es waren eigentlich keine zwei guten Sessions. Es war irgendwie drunter und drüber. Ihr müsst es so verstehen, dass das Wichtigste als Fahrer ist, dass man sich wohlfühlt. Und Wohlfühlen kommt natürlich davon, wenn man ein gutes Auto hat. Das Auto fühlt sich auch ganz gut an. Aber wir haben es nicht geschafft, in diesen freien Trainings irgendwie so einen Rhythmus zu finden. Immer wenn wir schnelle Runden fahren wollten, war wieder eine gelbe Flagge. Oder wir sind zu spät rausgefahren. Oder wir kamen in den Verkehr. Und dann staut sich da innerlich so ein bisschen Ärger auf. Und das ist natürlich nicht gut. Und wir haben jetzt, da waren es glaube ich 11. im zweiten freien Training. Die Runde war auch so last minute hektisch. Das Ladegerät hat irgendwie nicht funktioniert. Deswegen war das Auto nicht sauber geladen. Dann mussten wir die Runde früher fahren. Ist auch egal. Also ist jetzt vorbei. Man kann es nicht mehr ändern. Aber nur mal für euch, was da alles passieren kann. Und was da in so eine Gefühlswelt auch alles mit einprasselt. Und jetzt muss man sich dann selber wieder zusammenreißen. Weil ich merke, dass es mir innerlich auffüllt. Und muss jetzt im Qualifying sagen, pass auf, ist alles egal. Du musst jetzt herausgehen. Du hast diese eine Runde. Und die muss einfach sitzen. Ne? Und genau das werde ich jetzt machen. Deswegen nehme ich jetzt für mich auch nochmal eine Viertelstunde Zeit, mal runterkommen, in Ruhe, Musik hören. Und dann werde ich das Beste geben. Ne? Also mehr kann man nicht machen. Lukas ist auch nicht happy. Hat ein Problem am Auto. Also bisschen aufwärmen. Sonne steht jetzt höher. Deswegen kann es nur positiv sein. Leute, ihr habt bestimmt meine Insta-Story ja gesehen. Ne? Habe ich gefragt, was soll man trainieren, hier Beine oder Bizeps. Ich habe mich entschieden, beides zu trainieren. Deswegen ist wichtig, dass man immer gut trinkt.
Gestern gab es so die Frage, ob du schon mal in deinen Rennsitz gepinkelt hast. Heute passiert es, ey. Wenn ich das ausgedrungen habe, dann ist es so, ich schwör's dir. Ja, Qualifying super enttäuschend, um ganz ehrlich zu sein. Ganz klar mein Fehler. Ich hatte einen sehr guten ersten Sektor, einen sehr guten dritten, aber leider im zweiten einen Bremspunkt nicht verschätzt, aber einfach drei Räder blockiert gehabt und musste aufmachen und habe die Kurve dann nicht gescheit erwischt und super viel Zeit verloren, was mich extrem ärgert, weil wir heute locker in der Superpole hätten sein können und eigentlich schnell genug waren für ganz vorne. Kann sich ändern, muss ich auf meine Kappe nehmen und jetzt fürs Rennen auf jeden Fall mit viel Wut im Bauch wieder nach vorne kämpfen, weil es schmerzt. So, jetzt sind wir auf dem Grid, Freunde. Jetzt kommt der beste Teil des Tages natürlich, das Rennen. Ja, ich werde nicht lügen, ich wäre natürlich gern weiter vorne. Wir sind relativ weit hinten hier. Ich bin schon wieder mit Felipe Massa. Der war letztes Mal schon direkt neben mir gestanden. Wir hatten ganz gute Fights, aber ich werde natürlich alles geben, um nach vorne zu kommen. Der Schlüssel heute wird wirklich sein Energiemanagement. Letztes Mal in Riyadh war das nicht so relevant. Heute mit der Rundenanzahl, die erwartet wird, die wir fahren, werden wir sehr, sehr viel mehr Energie sparen müssen. Was aber dafür sorgt, dass das Racing besser wird, weil man dadurch überholen kann. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit anzuschauen. Und ich hoffe natürlich, dass wir da gut aufgestellt sind. Wir haben jetzt natürlich zwischen Qualifying und dem Rennen nicht mehr super viel verändert. Natürlich kann man jetzt nochmal das Qualifying analysieren, aber das ist alles Schnee von gestern. Das bringt dir jetzt nichts mehr, weil die ganze Fahrweise, die ganze Herangehensweise im Rennen einfach eine andere ist. Deswegen, soweit hat sich alles gut angefühlt. Viel mehr kann man nicht mehr machen, außer jetzt noch ein bisschen hier mit dem Ingenieur quatschen oder chillen oder wie auch immer man das handhaben möchte. Und dann könnt ihr mir glauben, dass ich alles geben werde. All the way up. Aber aufs Podium, Daniel. Ja, da muss er Ziele haben. As though
They both just locked up and just bumped each other. And DaCosta's locked up on a bump. Yeah, he's locked up on a bump. So Leute, das war ein wildes Rennen. Ich fange mal an, also der Start eigentlich war sehr geil. Es war komplettes Chaos, vielleicht können wir euch das nochmal zeigen, weil schon am Start, bevor die Ampel anging, war das so viel Rauch von den Burnouts, dass ich kurzzeitig dachte, ich sehe die Ampel nicht. Und dann haben sie Gott sei Dank ein bisschen gewartet, der Rauch ist verflogen, wir sind da los, ich hatte einen guten Start. Wir sind da in Turn 1 angekommen und ich habe schon gemerkt, jeder bremst letzte Rille und überall war Rauch. Ich hatte links eine kleine Berührung gehabt, rechts eine kleine Berührung und dachte mir dann, okay, ich gehe am besten innen auf die Spur, da ist man immer relativ safe. Bin also ganz innen rein und habe nur gesehen, wie vor mir Rauch aufsteigt und irgendwie alles sich wegdrehen. Komme aus der Kurve raus, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Und dann hieß es, du bist P9, also von 16 auf 9 eine Kurve, das war ganz geil auf jeden Fall. Und ich dachte, okay, perfekt, schon mal das Qualifying zur Hälfte wieder ausgeglichen. Und hatte dann echt gute Pace, war hinter Turvey und Lopez, war nicht so leicht zu überholen, also habe ich gesagt, ich nehme den Attack-Modus, versuche vorbeizufahren, hat auch geklappt, ich habe beide überholt, war dann vorbei und dachte, okay, jetzt bin ich schon an der Spitzengruppe dran, da waren vor mir schon, da waren zwei Autolängen vor mir, das war nicht weit von mir entfernt, war D'Ambrosio, der hat später gewonnen. Und ich dachte, okay, mega, Pace ist gut, alles ist gut, ich fühle mich gut, jetzt geht richtig was. Und was dann kam, habe ich nicht verstanden, dann ging der Attack-Modus aus. Und von diesem Moment an war meine Pace unterirdisch. Ich habe irgendwie, um den Energieverbrauch einzuhalten, musste ich so langsam, also so früh lupfen. Und ich hatte einfach überhaupt keine Pace. Und ich habe dauernd am Funk dann reingebrüllt, sag ich, Leute, irgendwas, was geht denn hier ab? Ne? Warum sind alle so viel schneller auf einmal? Ich kann euch jetzt noch keine Antwort darauf geben, was genau es ist. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass irgendwas da nicht stimmt und irgendwas schief ging am Auto. Was natürlich super ärgerlich ist, weil ich hatte echt das Gefühl, Top 5 auf jeden Fall. Drin, vielleicht sogar ein Podium. Ne? Also wir waren bis dahin echt richtig gut dabei. Und ja, ich habe keine Ahnung, liegt nicht in meiner Hand, was auch immer da passiert ist. Deswegen müssen wir das verstehen. Aber ansonsten können wir euch mal das Auto zeigen. Ist zwar jetzt im Park-Vermeer-Modus, heißt nach dem Rennen darf es keine Anlage. Aber wir sehen, wir haben Kampfspuren. Da ist mir einmal der Lopez, als ich ihn überholt habe, ist mir hinten drauf gefahren. Habe ich gleich mal hier meine Finne verloren. Auch sonst, die Reifen sind relativ abgerieben auf jeden Fall. Ich habe auch vorne eine Vibration gehabt, weil es am Anfang meine Berührung gab mit Buemi. Buemi ist mir, glaube ich, noch einmal hinten drauf gefahren. Ich war keine Ahnung. Also war auf jeden Fall was los. Am Ende Platz 10, ein Punkt. Ja, es ist eigentlich schwierig, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ein Punkt ist geil. Aber ich glaube, dass ich heute zumindest im Rennen versucht habe, meinen Fehler aus dem Qualifying wieder gut zu machen. Ja, müssen wir verstehen, was da war. Besser machen. Ne? Lukas war es ähnlich. Der war am Anfang auch schnell und hatte am Ende dann auch keine Pace. Ist, glaube ich, Siebter geworden, ist ja auch ein bisschen vor mir gestartet, also irgendwo ist noch der Boden drin, aber ich glaube, wenn wir jetzt was finden, dann können wir angreifen und beim nächsten Mal wieder besser machen. So, wie geht's für uns eigentlich weiter? Wir fahren jetzt noch zum GP Ice Race, ne? Wenn wir jetzt zurückkommen. Ja, wir fahren direkt, zum GP Ice Race. Das ist am Samstag und am Sonntag in Zell am See. Falls ihr Bock habt, kommt vorbei. Wir werden dort mit, nicht diesem Formel E-Auto, aber mit dem Saison 4, mit dem Meisterauto, werde ich auf Schnee fahren. Wir werden noch was Cooles machen. Ich sag nur Skifahrer, Grüße an Bene. Und ja, dann glaube ich, wird es eine runde Sache. Davon gibt es dann die nächsten Videos wieder nächste Woche am Dienstag. Wir filmen das auf jeden Fall mit. Wird sehr, sehr nice. Und dann lasst es euch gut gehen. Wir schauen jetzt noch, was wir besser machen können. Bis dann. Ciao.